Heute geht es, ja, ums Notenlesen. Man kann Shamisen auch komplett ohne Notenbücher lernen, aber es hilft einem doch, wenn man ein bestimmtes Lied lernen will und man einfach die Notation dazu hat. Und der große Vorteil ist, Shamisen-Notenlesen ist extrem einfach. Trotzdem gibt es einige Zeichen, deren Sinn sich einem nicht unmittelbar erschließt. Und genau die werden wir uns heute genauer angucken. Ich zeige euch gleich, wie man am besten rangeht, wenn man ein neues Notenblatt vor sich hat und überwältigt ist von diesen ganzen Zeichen und Linien und Punkten und Kritzeleien und was ist das überhaupt. Ich gebe euch eine Übersicht darüber, wonach ihr Ausschau halten müsst und was euch diese kryptischen kleinen Kleckse sagen. Hallo für alle, die mich noch nicht kennen. Ich bin Sue Bonjamin von der Shamisen-Zentrale und von mir gibt es hier für euch jede Woche ein neues Video über Shamisen. Den Kanal könnt ihr unten abonnieren und drückt am besten ganz kleine Glöckchen. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es etwas Neues gibt und bleibt immer auf dem neuesten Stand. So, hier haben wir mal ein Notenblatt in Bunkerfonotation und wir sehen gleich, das sieht schon ganz interessant aus, sieht ziemlich technisch aus und das ist es auch. Hier im Vergleich mal mit westlicher Notation, da sieht man, es gibt viele Parallelen. Wir haben Linien und dann haben wir Dinge, die auf den Linien angeordnet sind. Was gleich ins Auge fällt, ist, dass wir hier keine Kulla haben, sondern Zahlen. Und genau diese Zahlen machen den entscheidenden Unterschied, denn sie geben einem eine genaue Anweisung, was man zu tun hat, um die Melodie erklingen zu lassen, die der Titel verspricht. Werfen wir also einen Blick auf die Elemente, die für uns besonders interessant sind zum Spielen. Und zwar sind das im Einzelnen die Tonhöhen, dann die Tonwerte und Pausenwerte, also wie lang oder kurz ein Ton bzw. eine Pause zu spielen sind, dann das Taktmaß, die Stimmung, dann Techniken und Fingersätze. Fingersätze bedeutet, welchen Finger man benutzt, um eine Position abzudrücken, damit man keinen Knoten in den Fingern kriegt. Und dann Wiederholungszeichen. Schauen wir uns aber erstmal die Basis des Ganzen an, und zwar die Linien. Die Linien sind nämlich Repräsentationen der Saiten auf der Shamisen. Und deswegen sind die Linien auch genauso angeordnet, wie die Saiten auf dem Instrument vor euch liegen. Die untere Linie steht also für die dicke Saite, die mittlere Linie steht für die mittlere Saite und die obere Linie steht für die dünne Saite. Wer letzte Woche mit dabei war und sich bereits mit dem Fujaku-Strip bzw. Positionen befasst hat, der weiß, dass die Zahlen für bestimmte Positionen auf der Saite stehen bzw. am Hals der Shamisen. Im Umkehrschluss stehen die Zahlen für bestimmte Tonhöhen allerdings nur relativ, denn das ist ganz davon abhängig, in welcher Stimmung ihr spielt bzw. auf welchen Ton ihr am Ende stimmt. Hier haben wir mal als Beispiel den Anfang von Sakura Sakura und wir sehen hier, die Notation sagt uns, drück auf der dünnen Saite die Position 4 und dann macht das Gleiche noch einmal. Und danach kommt die Position 6 auf der dünnen Saite und so weiter und so fort. Es ist also sehr plakativ. So, wir wissen jetzt, dass wir die Zahlen, die auf den Linien stehen, bestimmten Positionen auf entsprechenden Saiten zuordnen. Jetzt ist die Frage, woher weiß ich, wie lang oder kurz ich eine Note spielen soll? Das sieht man an den kleinen Strichen unter den Zahlen. Es gibt Zahlen ganz ohne Strich, das sind die allerlangsamsten bzw. längsten Töne. Und je mehr Striche, desto schneller wird gespielt bzw. desto kürzer ist der Ton. Von der Logik her entsprechen die Striche den Fähnchen in der westlichen Notation. Das bedeutet, dass damit die Werte eines Tones jeweils halbiert werden. Ein Ton ohne Strich ist doppelt so lang wie ein Ton mit einem Strich und ein Ton mit einem Strich ist doppelt so lang wie ein Ton mit zwei Strichen.
Dankenswerterweise ist die Pause sehr einfach zu lesen in der Bunkerfu-Notation. Und zwar ist sie immer ein dicker schwarzer Punkt. Und darunter steht dann entweder kein Strich oder ein Strich oder mehrere Striche. Das bedeutet, sie wird genauso gelesen und gezählt wie eine normale Note, wie ein normaler Ton. In der Kopfzeile eines Notenblattes finden wir interessante Informationen, die ich mal zusammen abkaspern werde. Und zwar haben wir zunächst den Titel in groß, hier Tsugaru Jinku mit der Präfekturangabe Aomori in Klammern daneben. Das ist bei Minyo normalerweise so. Dann haben wir das Taktmaß, hier haben wir einen geraden Takt. Und daneben die Stimmung Niagari. Und daneben haben wir einen kleinen Sonderfall, der aber sehr üblich ist, und zwar den Hasunde-Rhythmus. Weil der Hasunde-Rhythmus so wichtig ist, möchte ich etwas ausführlicher darüber reden in einem anderen Video, hier aber trotzdem mal ganz kurz angeschnitten, was das eigentlich bedeutet. Hasunde bedeutet, dass der Rhythmus, obwohl er gerade dasteht, in einem Shuffle-Rhythmus gespielt wird. Hier in der Gegenüberstellung sieht man ganz gut, in der Originalnotation mit dem Zusatz Hasunde wird jede Note gleich lang dargestellt, aber in Wirklichkeit unten sieht man, dass es eigentlich kurz lang, kurz lang, kurz lang ist. Das ist der Shuffle-Rhythmus und ich nenne ihn gerne den Herzschlag-Rhythmus. Für Technikanweisungen gibt es verschiedene Zeichen und zwar sind es entweder Katakana oder es sind kleine grafische Elemente. Und hier im ersten Beispiel haben wir einmal das Sugui, also den Aufschlag mit Katakana Su, dann Katakana Ha für Hajiki, das ist das Zupfen mit der linken Hand. Dann haben wir hier diesen Haken, das ist ein Oshibachi oder Suberi. Das bedeutet, dass man mit einem Schlag hintereinander zwei Seiten abarbeitet. Und hier im zweiten Beispiel haben wir neben Hajiki ein Utsu oder Uchi. Das ist das Draufschlagen auf die Seite nur mit der linken Hand, ohne dass man die rechte Hand benutzt. Und dann haben wir hier diesen schönen Bogen, das ist ein Suri, ein Rutschen. Also spielen wir die 4 und rutschen dann hoch auf die 6. Hier in dem Beispiel haben wir wieder Sukui und Hajiki, aber auch ein kleines Katakana Ke. Und das steht für Keshi. Und das bedeutet, dass man die Seite abdämpft in der Pause. In allen Beispielen haben wir auch diese kleinen Striche unter den Zahlen, und zwar sind das römische Ziffern. 1, 2 und 3 steht für die Finger, Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger. Weil die Frage immer wieder auftaucht, diese Doppelpunkte hier, das sind Wiederholungszeichen. Das ist eine Schreibweise, die aus der westlichen Notation stammt und alles, was zwischen den Doppelpunkten steht, wird als Ganzes wiederholt. Was aussieht wie eine Mischung aus Franzbrötchen und Prozentzeichen, ist ein sogenannter Faulenzer und der zeigt einem an, dass man den Takt, der davor steht, einmal komplett wiederholt. So, das war's. War eine Menge, aber es gibt kaum etwas Nützlicheres, als Noten lesen zu können. Es ist so, euch erschließt sich wirklich eine komplett neue Welt damit, denn ihr könnt jetzt alles, was ihr findet, geschrieben, einfach vom Blatt spielen. Ja? Also es dauert eine Weile, bis man sich daran gewöhnt und auch mit dem Selbstbewusstsein rangeht, dass man einfach den Augen folgt und dann, das ist wie normal lesen lernen. Da ist man auch am Anfang erstmal als Kind, dauert es eine Weile, bis man wirklich die Buchstaben zusammenklaut und dann erkennt, ah ja, stimmt, das Wort kenne ich ja. Und genauso ist es auch bei Shamisen. Bestimmte Phrasen sind einem dann plötzlich total geläufig und da muss man gar nicht mehr so viel nachdenken, sondern es spielt sich schon fast von selbst. Also wie immer Geduld, üben, üben, üben. Und den Spaß dran nicht verlieren. Also bleibt fröhlich und bleibt neugierig. Und wenn euch etwas auf der Seele liegt, schreibt mir gerne in den Kommentar oder eine E-Mail an hallo@shamisen-zentrale.de. Ich freue mich über eure Nachrichten und ich hoffe, euch geht es wunderbar und ihr habt eine schöne Woche. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.